Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind hier gerade bei Birka. Wir machen jetzt ein paar Sachen. Zuerst einmal, ja, ich habe wieder ein bisschen gelevelt. Ich habe leider, ja, ich weiß, mir nicht so gut geht. Ich bin momentan ein bisschen krank, ein bisschen erkältet. Aber habe dafür ein bisschen gezockt, sondern schlafen und ausruhen, das geht gleich. Also Champions of Regnum hat für mich so eine richtig, ja, ausruhende Wirkung, weil es nicht gerade so actionlastig oder gedenklich lastig ist. Und deshalb, habe ich da einfach so ein bisschen über die Nacht und so mal ein bisschen trainiert. Ich habe ein extra Kräfteset geschenkt bekommen von einem Weihnachtsbaum. Die Weihnachtsbäume sind leider weg, also es lohnt sich nicht mehr, die zu suchen, gibt es nicht mehr. Und wir verwenden das mal. Das ist ein ganz normaler gelber gewesen. Für das nächste Jahr könnt ihr dann vormerken, es gibt gute Sachen, aber die sind ultra selten. Weihnachtsmützen 2, Duellflaggen, ja, ist eigentlich eine gute Ausbeute. 15 haben wir der Reparatur für ein Jahresevent, also einmal im Jahr gibt. Ja, und ich weiß nicht, was ich mit den Edelsteinen machen soll. Keine Ahnung. So, was müssen wir machen? Jetzt gehen wir zum Jägertrail. Und ah, da ist gleich noch der Questgeber. Ich habe viele Reichsquests gemacht, genau. Das heißt, ich bin jetzt Rekrut des Reiches und Multimillionär. Bin ich auch noch geworden. Ja. Und ich habe, wie viel schon? 34 von 87, also bald die Hälfte. Es geht leider noch ein bisschen, weil manche Achievements, die bekommt man halt nur, wenn man irgendwelche spezielle Events mitmacht und so weiter. Grimmsdruck. So. Ich möchte gerne Kräftesets verwenden. So, Aktuname der Sets leveln. Aktualisierung übernehmen. Dieses Set benutzen. Also jetzt habe ich zwei. Jetzt kann ich das resetten scheinbar. Und kann mir eine Fortkampf-Skillung auswählen. Also Irritation. Enttarnung nicht. Kaltblut auch nicht. Auf jeden Fall das. Tarnung natürlich. Der Geist auch wichtig. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich hier skillen soll. Auf jeden Fall Spezialist. Okay, es bringt nicht so viel, aber. Ich denke Adlerauge. Und auf jeden Fall hier voll. Wir brauchen Defensive. Ja, jetzt habe ich hier noch Katzenreflexe. Ich weiß nicht, ob ich Zauberspruch ausweichend nutzen soll. Hat nur 40 Sekunden. Schaden. Ich nehme den mal nicht. Für Beweglichkeit ist auch sehr wichtig. Und auf den Rest. Ja, verzichte ich jetzt noch. Ja, Ablenkungsschuss und so, das ist einfach zu schwach, um das zu skillen. Die müssen gebufft werden. Ja. Mache ich jetzt mal noch nicht. Ich mache diese Skillung. Auch wenn es jetzt nicht perfekt ist, wahrscheinlich nicht mehr gut ist, aber. Ich werde ja immer wie stärker und die Gegner werden eigentlich sozusagen immer wie weniger OP. Und deshalb bin ich jetzt momentan eher so drauf, dass ich sage, ich skille so, dass ich am meisten EXP gewinne. Anstelle von guter Skillung. Ich sollte vielleicht mehr Angriffe mitnehmen, aber ja, die Angriffe sind halt immer so problematisch. Dass du dann nah ran musst oder ja die Gegner so schnell wieder weg sind, dass du die gar nicht einsetzen kannst. Deshalb eigentlich nur diesen bestrickten Pfeil und die Irritation, damit die Gegner sich nicht immer schützen. Und ja, auch noch ein bisschen EXP bekomme. Also ich habe... Ich versuche das nochmal kurz.
mit dem zweiten Ding, weil ich habe ja jetzt eigentlich ein Set, das ich im Wilde Westen kann. Was ist jetzt mit dem? Eigentlich müssten es zwei sein, damit es sich lohnt. Deshalb machen wir das nochmal. WZ. Also es geht nicht. Es ist wirklich nur, um das immer wieder aufzurufen. Völliger Schwachsinn. Jetzt muss ich nochmal ein Kräfteset benutzen. Also, ja, es wurde momentan wieder extremst geflamed im Discord-Forum. Also auf Discord. Leute haben alles geschrieben, ja, mega Abzocke, Pay to Win. Ich mag das wirklich zu unterstützen. Kauft am besten momentan nichts ein. Es wird wahrscheinlich günstiger werden, wenn der Flame so weitergeht. Wenn der Spot. Ihr müsst halt einfach etwas machen. Um die Feiertage war es so wenig los in Regnum, das hat allen nicht gut getan. Ihr müsst einfach mehr machen, wenn ihr mehr ein besseres Regnum wollt, müsst ihr halt bessere, ja, halt ein bisschen plagen. Aber ihr müsst auf die Entwickler losgehen. Weil, auf die Community losgehen, wegen, oh, du bist kein Fan und so Sachen, das bringt nichts. Weil es sind alle Fans. Auch die, ja, nicht gerade so nett sind zu anderen Spielen oder zu den Entwicklern. Das sind alle Fans. Und wir müssen uns unterstützen, nicht gegenseitig runtermachen und so Sachen. Das ist momentan echt so, ja. Das eine denkt, ja, der andere ist am Bind, am Schlafen. Also gehe ich auch schlafen. Wenn dann wieder was los ist, dann wird wieder ein Fort eingenommen und das war's. Also die Syrten haben momentan echt leichtes Spiel. Wir Alsen und Icken müssen da viel mehr machen. Und dann wird es auch wieder spannender für euch. Aber wenn ihr nicht die Spannung holt, dann machen es andere auch nicht. Ihr müsst sozusagen ein, ja, ein Spieler sein, der andere dazu motiviert. Und wenn ihr da, ja, Probleme habt, weil ihr inaktiv seid oder so, dann gibt es einfach weiter. Erzählt den anderen Clanmitgliedern oder im Alsius-Chat oder so, dass ihr ein bisschen, ja, gerne ein bisschen mehr hättet. Und dann geht es auch schon. Wir haben zum Beispiel jetzt ein bisschen geredet über einen allgemeinen deutschen Clan. Weil jeder Clan, deutsche Clan, hat momentan Spielerschwund. Und einfach einen Ding Clan zu haben. Oh, diese Reichweite. Ich mag das nicht. Jack Wolf wieder. Aha, das ist noch ein zweiter. Deshalb. Okay. Ich mag das einfach nicht, dass die ganze Zeit die Spieler Player killen. Also Ding killen, Leveler killen. Also wirklich Leute killen, die nichts dafür können. Sie müssen ja irgendwo hin. Aber einfach die, die noch nicht ready sind. Ah, oh Mann. Habt ihr gesehen, wie groß die Reichweite war? Von Einschüchtern? Ist die wirklich so mega groß? Ich wollte noch durchrennen, weil er abgelenkt war auf den anderen Spiel, aber nö, war er nicht. Ah, man sollte nie anderen Spielen mitlaufen. Immer alleine laufen. Weil die Spieler sind sowas von unfair, wenn sie angegriffen werden. Lassen Sie den zweiten, der hinterherläuft, keine Chance mehr. Deshalb nie Spieler hinterherlaufen. Ich habe das immer gemacht, weil ich noch low-levelig war, aber jetzt, wo ich ein bisschen höher-levelig bin, sollte man das eigentlich auch nicht mehr machen. Wir gehen jetzt oben durch. Ich habe keinen Bock auf Leute, die einfach keine Lust haben aufs Spiel und zwischendurch irgendwelche Laufrouten abklappen und Spieler, die gar nicht kämpfen wollen, zu erledigen oder eben auch leveln. Das ist der größte Schmarrn. Also die Spiele sind selber schuld, dass das Game momentan nicht weitergeht. Ist klar, jeder ist angepisst an das Update, das kommen wird. Aber ja, es ist einfach so. Tut doch die Entwickler noch ein bisschen unterstützen, indem ihr wenigstens normal spielt, fair spielt und ja. Aber ich glaube, die Entwickler haben extra keine Lust, Updates zu entwickeln, weil sie wissen, das Spiel ist toxisch. Wieso kann man denn nicht kein Game spielen, wo es eben so Fraktionen gibt
und alle spielen fair. Wieso muss jeder unfair spielen? Also wirklich, ich bin manchmal echt lange mit Tarnen unterwegs und sehe immer wieder Spieler, die extrem unfair irgendwie hinter einem Baum warten, bis endlich mal ein Spiel kommt, weil sie einfach gelangweilt sind, weil sie nicht spielen wollen. Aber EXP und ja, war so ein Punkt und so bekommen wollen. Und das ist natürlich schon, ja. Also ich fühle mich momentan echt gelangweilt. Aber wegen den Spielen, nicht wegen dem Game. Okay, es geht lange zum Level. Aber vor allem wegen den Spielen bin ich echt gelangweilt. Wenn alle zeigen, wie langweilig sie sein können, wie nervig sie sein können, dann fühle ich mich natürlich schon ein bisschen ding. Also, ja. Deshalb bin ich eigentlich momentan auch nicht am Monster killen hier, zum Beispiel Grifos, bin ich manchmal am killen, aber sehr, sehr wenig. Weil immer wieder Ignen oder Syrten kommen und mich töten. Es kackt mich an. Echt. Weil ich habe schon gedacht, ich werde wahrscheinlich jetzt mal nicht mehr so viel leveln und einfach pausieren, bis endlich mit dem was los ist. Bis wir wieder geschützt sind in unserem Reich, wir low-leveligen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir nie geschützt sind. Dass die ganze Zeit irgendwie, ja, wir angegriffen werden. Einfach viel zu viele Spiele vom anderen Reich in unseren Ecken von der Warzone ist. Es macht einfach keinen Spaß zu leveln. Also, ja. Ich könnte jetzt auch zu den anderen Leveln gehen, zu den Ignen-Leveln und zu den Syrten-Leveln und die Kehn, aber ich mach's nicht. Ich habe Ehre. Ich will die, ja, Völker ja nicht irgendwie aufzwingen. Nicht zu leveln, sondern mit dem Level 60er Nicht-Twinks zu spielen oder so. Also meistens ist es momentan sehr viel los, sehr viel Leveln. Aus irgendwelchen Gründen Twinks. Und das, ja, zeigt das schon, dass natürlich noch etwas in Bewegung ist, ob die meisten Leute echt keinen Bock mehr auf Warzone haben. Niemand mehr. Ich sehe die ganze Zeit meine Freunde tun hier Instanzen betreten. Es wird eigentlich immer nur noch Instanzen. Oh, Dr. von Isis hat keinen Clan mehr. Okay. Also dann gehen wir los, mal hier runter. Die machen jetzt gerade Duelle hier. Okay. Gehen wir mal, ja. Braces nach, also der einen aus Braces, die ich nicht kenne. Naja, vielleicht ein bisschen. Vom Namen her nicht mehr so. Ob irgendwas los ist, ich weiß es nicht. Also meistens ist am Morgen um 5 Uhr was los, wenn Syrtis angreift. Okay, Isis. Kiri Regnum YouTuber. Also Oprism. Muss ich mal nachschauen, wer der Khan ist. Weil vieles ist natürlich auf Spanisch und dann checke ich das meistens nicht so. Was denn hier so abgeht. Lol, da ist ein Icon noch dazwischen. Ja. Nicht immer immun sein. Aua, ich stecke fest. Ich habe einen Wirbelwind hier. So. Well. Ich habe ein bisschen Angst, weil viele Spiele sind einfach momentan sehr OP. Ich mal eigentlich angreifen kann. Ich brauche einen größeren Bogen wieder. Mehr Reichweite. Ja, einen habe ich mal bekommen. Viele Spiele, also jetzt gerade der Freund da. Viele Spiele kommen rein, um schauen, ob irgendwas los ist und hauen dann sofort wieder ab. Das ist klar, also viele haben echt keine Lust, das Spiel weiter zu spielen. Habt ihr denn irgendwelche Vorschläge, was ich spielen soll, was für ein MMO begehe? Einfach bis wieder was los ist, weil ich ja sehr wenig eigentlich machen kann. Weil ich noch nicht so anführen kann, eine Gruppe und so. Also niemand mehr folgt sozusagen.
kann ich da echt nicht so viel machen. Und deshalb, ja, level ich einfach immer nebenbei und mache dann eine Aufnahme, wenn was los ist. Immer blocken, immer blocken. Ei. Jetzt kommt sicher Igen. Und es ist schade, dass ich Syrtis nicht in die Arme laufe. Hä? Ich habe mal probiert, wie heißt das? Dark Age of Camelot. Wieder zu Ding, aber ich, ja. Ist wahrscheinlich tot langsam. Keine Ahnung. Also wenn ihr Lust habt, dass ich mal Dark Age of Camelot zeige. Oder Fly for Fun. Das werde ich eventuell mal kurz ein bisschen anzocken. Ich weiß nicht, wie lange ich das machen soll. Aber, ja. In unserem Magic geht ja natürlich weiter. Und so weiter. Aber da habe ich jetzt gerade nicht so Lust drauf. Naja, schon Lust drauf, aber es ist halt einfach viel los jetzt, also dass ich jetzt viel machen könnte. Und da habe ich nicht immer so Lust, jetzt weiter zu spielen. Wenn man schon ein bisschen übermengt ist von den Features, die es gibt dort. Mal schauen, den Buff, Geschwindigkeitsbuff, das hat das Farbe. Wie heißt er denn? Ah, es gibt gar keinen. Ich habe nur gewundert, wieso ich so schnell angegriffen habe, kurz. Ich habe jetzt gerade auch nicht so der Überblick über die Spells von den anderen Klassen. Ah, ich habe so Kopfschmerzen, ey. Das ist einfach schlimm. So, den habe ich auch markiert. Ich schaue immer, dass ich andere Spieler angreife, damit ich eben auch den habe. XPs. Ach, ich mag den Skill nicht, Wirbelsturm. Gefrorener Sturm. Hallo. Ich möchte auch gerne wieder laufen können. Geht das? Dankeschön. So, auch noch einen markiert. Holy Moon heißt er. Mit 2L. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ja. Aber schön, dass wir einen Fortkampf haben, immerhin wieder mal. Es ist sehr selten geworden. Lacht schon wieder ab. Und immer treffen sie mich irgendwie. Ah, die Wächter. Der Wächter greift mich an. Boah, es gibt keine Übersicht. Das ist genau auch so etwas, was mich stört, diese Übersichtslosigkeit. Da kannst du einfach nicht anständig spielen. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du machst irgendwie etwas Falsches oder ja, weil du einfach noch nicht stark genug bist. Du fühlst dich zwar stark, aber bist einfach mega unterlegen. Deshalb das ist immer so ein Gefühl von Wertlosigkeit. Je höherlevelig ich werde, desto mehr Wertlosigkeit werde ich. Okay, das haben sie immerhin mal. Jetzt bleiben wir hier. Wir gehen nicht rein, sonst kommen nämlich die. Wir müssen jetzt draußen hier kämpfen, aber ich habe zu wenig Reichweite. Ich darf eben nicht vorne sein, sonst bin ich sofort tot. Das ist das größte Problem. Ja, ich muss unbedingt... Na, die haben jetzt das sowieso ab. So, einen haben wir noch. Aber der, ja, der überlebt nicht. So, weg damit. Ja, ich muss weg. Ich habe ihn ausgewichen. Ich wusste, dass Sultans Terror eingesetzt wird. Okay. Och Gott. Es ist schon schwer mit Krankheit jetzt gerade. Erkältung. Zu spielen. Also ich werde jetzt, denke ich mal, gleich den... Ich finde die Pets so süß, weil oben drüber sind die Pets hier unten gefangen, sozusagen, und tappeln so herum. Hallo. Ich möchte den Stein. Das ist eines der Reliquien
Eine Krone, hä? Genau. So, haben wir irgendwas bekommen? Noch nicht erobert. Okay. Naja. Ich bleibe jetzt mal hier. Es ist sicher noch einer drin, ein Jäger. So, jetzt ist es erobert. Bleibe aber trotzdem noch drin. Wir könnten ja ein bisschen auskundschaften. Oder ja. Wir gehen den jetzt killen. Nein. Oh Mann, das hat nicht mehr. Da ist aber einer. Ja, ja. Die Rätsel sind einfach immer zu defensiv. Einfach zum nächsten gehen. Ja, dann nehme ich so nicht mehr. Oh, ist der schnell! Was ist mit dem los? Hat Barbuffs wahrscheinlich. Oh Gott, viel zu schnell down. sonst checke ich ja alles immer blitzschnell, als was ist und so. Aber jetzt gerade mit diesen Kopfschmerzen fühle ich mich gerade so echt wie ein alter Mensch, der Alzheimer hat. Und weiß nicht mehr, was ich da sagen soll, weil ich alles zu langsam mir merke. Aber ja, es ist immer so. Gehe ich in die Arztpraxis, werde ich angesteckt von diesen Bakterien, die überall in der Arztpraxis sind. Bäh. Da habe ich natürlich immer eine Krankheit. Das nervt, diese Routinenkontrollen, die nichts bringen. Wieso muss man Routinekontrollen haben, wenn man krank ist? Naja, deshalb bin ich da gestern auch nicht so aktiv gewesen. Vorgestern sowieso nicht, weil ich den ganzen Tag eingekauft habe. Wir extrem viel einkaufen mussten wegen dem Feiertag, alles weg war. Ja. Sehr Plattner. Aha. 5 Schaden, krass. Wir werden langsam gut, hä? Ja, langsam wird es ein bisschen voll hier, hä? Die Brücke stürzt bald ein. Wieso ist die Brücke aus Obsidian? Wer hat das abgebaut? Obsidian ist ja schon zäh, oder? Also im Real Life ist eigentlich Obsidian schon ein hartes Material oder ein brüchiges. Ja, aber schon hart. Und ja, so viel Spiel hier draußen könnte das auch kaputt gehen. So, hey, wir sind überlegen, das ist so cool. Endlich mal wieder überlegen zu sein, aber irgendwie ist die Performance gerade mega schlecht. Also die Kamera ist sehr langsam. Was habe ich denn für FPS gerade? Schaut euch das mal an! Hä? Ist der Server am lecken? Eigentlich nicht? Ja, okay, 300er Ping. Jetzt ist es wieder langsamer. Geil, der ganze Server stürzt ab. Oh Gott. Ja, Darklight, hä? Du lebst nicht mehr lang. Der Arme. Du hast einen schönen Namen, dunkles Licht. Hey, ich will auch mitmachen. Ich will Darklight noch. Ja, sehr schön. Ah, ich habe ihn noch. Yeah! Ich habe zwar wenig Schaden gemacht, einen schlechten Anteil. Oh, doch, der hat viel Schaden gemacht. Okay. Aber, ja. Also komm, du perversing Summer. Nein. Ach man, oh. Die gehen einfach zu schnell down. Da ist eine AFK, das ist auch gut. Ach man, tötet doch nicht immer so schnell. Es ist langweilig. Wenn immer so OP drauf geht, ist doch langweilig. Die OPen dürfen keine Gegner mehr besiegen. Das ist sowas von unfair gegen die Low-Leveler. Samal, nein, nein, wir gehen nicht nach Samal. Wir gehen nach Many. Samal, 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 Samal. Wir gehen nach Samal. Wir gehen nach Samal. Susi. Susi Crew.
sind sehr viele von Pizza Bros plötzlich. Es waren irgendwie zwei, die gekommen sind und jetzt sind ganz viele. Müsste ich ja noch zu Pizza Bros gehen oder was? Nee, ich werde natürlich. Sauerkraut! Ich brauche Sauerkraut. Haben wir erst kürzlich gegessen. Am letzten Sonntag, glaube ich. Das war eine Woche. Oh, Sauerkraut. Hallo. Cordula Grün. Das tönt Schweizerdeutsch. Cordula Grün. Hallo? Ich habe keine Übersicht, wenn man möchte. Ich habe doch keine Übersicht. Oh jo. Keine Spuren. Nix. Wie süß. Ich möchte wieder ein bisschen Geld haben. Gib mir wieder ein bisschen Geld. Ich habe nur irgendwie 5 Milliarden. 5 Millionen. Leider erst 5 Millionen, aber 5 Milliarden wäre auch gut. Nee, für was braucht man eigentlich Geld in Rechnung? Viel zu wenig. Zeigt mir den. Oh, man, verpasst. Ich bin einfach heute zu langsam. Wenn ich so viel denken muss. Jack Wolf wieder. Oh Mann, der muss mich. Der muss immer mich angreifen. Ha! Lob ein gegnerisches Wort. Und wir haben uns gerecht. Jack Wolf ist down. Er ist für immer tot. Ha! Nee, leider nicht. Alle kommen immer wieder in diesem Spiel. Sie kommen immer alle wieder. Ah, der Serplatner ist wieder hier. Hallo. Serplatner? Nicht blocken. Erfolg. Ja. Viele haben auf Ritter einfach keinen Bock und töten sie nicht mehr. Ritter sind zu OP, denke ich. Oh. 5. Ah, jetzt haben wir über 1000, stimmt's? 1034 schon. Wow. Das ist nicht schlecht. Und ja, die Tickets habe ich jetzt auch mal eingelöst. Ich werde sie nicht zum Barbar rüber tun und dem irgendwie das machen. Bringt sie auch nicht. Deshalb habe ich die alle jetzt mal aufgebraucht. Jetzt habe ich, glaube ich, noch ein paar Tickets. Ja, ein Ticket habe ich noch. Einfach wenn ich was wieder bekomme. Ich habe jetzt noch nicht bekommen. Aber wenn dann. Ja, das zählt im Clan, oder? Wenn man diese Aufgaben macht, bekommt man die Tickets. Ein Reichsjuwel, Unterstützung neuer Mitglieder. Ja. Aber ich habe Wort vor 1 Minute und 27 Sekunden. Ja. Also, dann möchte ich dem Hasen noch eins rübergeben. Dem noch. Wieso geht das? Weil es immun ist. Hallo. Zu viele Spiele gerade hier, ich kann nichts mehr machen. Tschüss. Dem mal etwas. Nein, nicht so. Lieber nicht so. So, ja. Ich bin, glaube ich, down. Ich bin, glaube ich, bald down. Ah, oh, ich hab's geschafft. Ja, so langsam müssen wir leider wieder zurück. Oh, da sind Syrte. Wieso haben viele Leute grüne oder rote Klamotten an als Alse? Das verstehe ich nicht. Man muss sich doch kleiden wie ein Alse. Aber ganz viele haben grüne Klamotten an, aus irgendwelchen Gründen. Weil sie auch Syrte sind? Weil sie Verräter sind? Nein. Lieber nicht. Es gibt keine Verräter in unserem Ding. Perox. Oh, Syrten. Okay. Er konnte noch einfrieren kurz. Also dann bin ich eigentlich wieder weg. Ich
müsste die Orks hier noch töten, aber die sind noch gelb oder orange. Naja, am Morgen oder am Mittag dann könnte ich die Orks hier töten für die Quest. Und ja, ich reite so langsam zurück. Ja, und jetzt, ja, tun wir also mal wieder eine kleine Pause machen. Also, es wird nicht lange dauern, wenn wieder was los ist. Hoffentlich heute noch oder morgen. Dann kommt das nächste Video. Aber es ist sehr abhängig davon, was gerade passiert. Und wenn ihr mir unterstützen möchtet, dann kommt auch spielen und helft mir ein bisschen mehr Videos zu machen. Indem einfach ihr auch mitkommt und so, dann mehr los ist, oder? Und ja, dürft gerne auch eben das Video unterstützen, das Projekt unterstützen, meinen Kanal unterstützen, ein bisschen spenden oder so, aber das ist natürlich alles komplett freiwillig. Ich muss es halt einfach eigentlich wieder sagen. Also ich habe es eigentlich noch nie so richtig immer gesagt, aber YouTube ist wieder so. Tut man nicht selber irgendwie sagen, ja, mach das und mach das, wird nichts gemacht. Was ich bekomme, ist Dislikes von den Syrten, weil sie immer noch wieder, ja, die Videos nicht gut finden, weil sie auf die Schnauze bekommen. Aber ich bin halt einfach, ja, nicht gerade so der Spieler, der alles aufzeichnen muss. Klar zeige ich das Beste. Und das ist heute wirklich super gewesen. Da kann ich jetzt nichts dafür, liebe Syrten. Es ist einfach gut gelaufen jetzt. Und deshalb, ja, kann ich halt natürlich auch wieder eine Aufnahme bringen. Aber wenn ihr dann denkt, ja, das Video ist langweilig, wenn ich nicht das bringe, was ihr sehen möchtet, und sofort disliked, dann, ja, kann ich da auch nicht viel machen. Aber so ist es. Das Spiel hat eben zwei Gegner und einen Verbündeten, also ein Reich, das wir sind. Und wir haben ISIS ausgewählt, weil es am meisten Deutschen dort gibt. Und jetzt habe ich einfach Probleme, dass ich fast mehr Dislikes bekomme als Likes. Also bitte, ein wenig Unterstützung wäre schon nötig für mich. Weil sonst wird es plötzlich dann noch größer, dass ich noch mehr Dislikes bekomme. Und dann werde ich, ja. Muss ich natürlich wieder machen, dass ihr die Likes und Dislikes nicht sehen dürft. Und das will ich nicht. Ich bin einer, der eigentlich immer alles zeigt, egal wie viele Dislikes ich bekomme. Aber wenn ich halt eben nur Dislikes bekomme und sehr wenig Ding bekomme, Likes, dann ist es natürlich, ja, mache ich das Gleiche wie andere YouTuber auch. Also viele Nachrichtencenter oder Spielejournalismus, also zum Beispiel GameStar.de oder so, nein, GameStar macht das nicht, aber PC Games zum Beispiel oder Spieletipps, die machen die Kommentare und die Likes weg. Und ja, das möchte ich natürlich nicht. Also schreibt am besten unten in den Kommentar, was euch stört. Ich werde es in den nächsten Videos vermeiden. Ich werde es sogar immer vermeiden, wenn irgendwas stört. Und dann müsst ihr nicht disliken. Dann dürft ihr gerne dürft ihr gerne liken oder gar nicht liken oder disliken und so weiter. Aber Aktivität ist halt auf YouTube schon langsam Mangelware. Wie große YouTuber auch davon leiden und kleine noch mehr, ist schon extrem. Also einfach ein bisschen Anerkennung zeigen, noch etwas machen. Der Mensch, der wird immer inaktiver. Er macht einfach nichts mehr. Also vor allem im Internet. Es muss alles sofort oder so. Ja, die Foren sterben zum Beispiel aus. Das Regnum-Forum ist jetzt eigentlich schon langsam tot. Niemand postet mehr im Forum etwas. Und ja, bei Discord eigentlich auch. Das ist eigentlich wirklich himmelschade. Dass halt ja, die Menschheit wirklich so unfair gegen kleinere Menschen, also weniger
aktive Menschen oder so sein muss. Das, ja, Leute, die auch gerne ein Spiel Let's Playen möchten einfach keine Ansehen mehr bekommen. Nichts mehr. Die Fans davonlaufen. Die kleinen wenigen Fans, die man so hat, laufen davon. Und ich bin einer, der eben das nicht so fühlt, also ich nicht so extreme negative Gefühle habe. Halt einfach auch ein Mensch bin, der echt noch altmodisch, harter Brocken ist, barbarisch sogar schon fast. Ja, und der also einfach nichts aus der Ruhe bringt, weitermacht, kämpft gegen die Langeweile, gegen die Inaktivität, gegen den schlechten Sozialismus. Ja, heutzutage muss man asozial sein. Versteht ihr das? Wieso wollen wir immer wie mehr Menschen asozial sein? Wo gibt es diesen Grund? So, wir haben es überlebt. Wir sind nie gestorben, oder? Ja? Okay. Dann ist wieder mal wirklich ein super Part. Ich bedanke mich ganz herzlich an alle Supporter, an alle Freunde, Unterstützer und Fans vom Spiel und alles Mögliche. Und ja, schreibt, wenn ihr eben mehr Parts sehen wollt. Egal, was ich zeigen soll. Also, dürft gerne eben schreiben, was ihr genau sehen wollt. Natürlich vor Ort schlachten, aber wenn nichts los ist, kann ich das halt auch nicht zeigen. Aber ich versuche da immer wieder aufzunehmen und auch mal still zu sein, mal ein paar zu bringen, wo ich gar nichts rede, weil ich da irgendwie in der Nacht aufnehme und nicht reden darf. Weil sonst die Nachbarn rufen. Naja, die Nachbarn geschlafen werden in der Nachtruhe. Ja, es ist sehr hellhörig. Also dann, bis zum nächsten Part. Und noch für alle, die jetzt diesen Part im neuen Jahr schauen, ein frohes Neues. Tschüss.